Also ein Kräuter, ich bin raus. Hey Jules, soll ich noch mal ein bisschen Holzfarm gehen? Warte, ich komm gleich. Ja. Nein, du nicht, du gehst nie mehr Holzfarm. Ich hab Hobbit eingebaut. Was hat's dir gebracht? Ich lebe jetzt alleine. Du hast Ruhe. Ja. Ruhe und Frieden. Hä, hey, was ist denn das? Hä, wie hast du das Alter! Hä? Was denn? Das ist in unserem Haus? Ich hätte 3 Schritte gehen müssen. Ich hätte 3 Schritte gehen müssen. Und du portest mich. Jetzt ist das ganze Holz weg. Für 3 Schritte. Kann ich einfach was sagen? Julius, okay, ist mal Philipp, wieder geladen. Philipp? Ja? Warum? Was? Warum hast du schon wieder einen Baum abgebaut? Ich hab gerade gar nichts mehr gemacht. Das ist... Hier schwimmt schon wieder ein Baum. Da oben war ich nie. Hier unten, kurz vorm Haus. Nee, das war ich echt nicht mehr. Ich war jetzt gar nicht mehr draußen. Psst. Jetzt komm ich schon wieder. Ich hab schon wieder Leben verloren wegen dir. Oh meine Fresse. Alter, ja, Julius, wie hab ich das da drüben hingekriegt? Da ist nur Rohholz. Ich will's gar nicht wissen. Naja, so ein Spacko von Post, wo der so ein Paket abholt, weiß nicht mal, was es ist. Alter, ihr liebst dich in die Fresse gehauen. Ja, das wissen sie aber nie, sie haben immer was Paket. Die sind so dumm und faul, die Typen. Okay, dann du das jedenfalls, nee, jedenfalls dieser Typ. Ich muss ein Paket holen, was für eins? Ja. Das regt mich auf. Immer bis 13. Wo ist Blue? Bis 13 und dann in die Fresse hauen. Bis 13, wenn sie bis 13 nicht weg sind, hau ich in die Fresse. Das heißt, wieso ich lebe nach der Devise, wenn du bis 3 nicht weg bist, hau ich in die Fresse. Sagt doch jeder guter Psychiater zu dir, immer bis 13. Ja, du, was sollst du danach tun? Das ist dir überlassen. Also, bis 13. Bis 13, ob du den Typen dann in die Fresse haust oder die Eier abreißt, ist ganz dir überlassen. Du kannst ja eine ganze Fantasie spielen lassen. Oh ja, der erste Weizen ist fertig. Aber wollen wir da unten Pool bauen? Ich bin viel zu weit unten. Ich hab früher irgendwas gefunden. Ich komm schon. Nee, ist okay. Wo bist du? Eisen. Ich hab ein Baumparadies gefunden. Guck. Wir leben in einem Wald, Junge. Hier ist jede Menge Eisen. Hier ist ein Baumparadies. Schlecht. Ja, ist irgendjemand gerade sicher? Ich muss nach Hause. Ja, hier unten sind wir in der Höhle. Am besten zu mir. Hast du alles Eisen abgebaut, Julius? Nee, ich hab keine Hacke. Hab ich gerade /TPA. Alter. Ja, ist irgendwie nichts passiert. Oh Gott, ist das, du machst das jetzt nicht echt. Hi Dennis. Hier lang. Hier geht's hoch. Hier, da einfach hochlaufen. Da geht's nicht. Da hab ich doch gar nichts gesagt. Ja, wo dich eigentlich helfe dir. Wow. Jetzt hier und dann hier hoch. Genau hier hoch. Einfach laufen, komm, sei brav. Oh, er baut. Oh mein Gott, er baut uns zu. Er hat uns zugebaut. Er hat überall einen Dreckblock hingehauen. Ich weiß, jetzt das ist voll nervig. Dennis, lass es, mein wundervoller Schacht. Du hast einen wundervollen Schacht entehrt. Jules, mach schon ein Schild dran, Schacht. Ich was zur Hölle? Ja. What the hell? Mein Charakter ist mal wieder einfach planlos losgelaufen, ohne dass ich was gemacht habe. Kommt ganz nach dir. Wow, Dennis, du hast viele Truhen in die Etage hier umgezimmert. Viele, viele Truhen. Ja, das war ein Abenteuer, da wo ich gerade war. Viele Creeper, ja. Hast du was gefunden? Was mitgebracht für uns? Kleine Geschenke? Ich schicke euch eine Postkarte. Holz habe ich dir mitgebracht. Toll, Holz haben wir genug. Gut, was hättest du dir mitbringen sollen? Ich habe einen Schaf gekillt. Du, ja, man killt keine Schafen. Hast du Wolle? Ich habe mir was gefunden. Ich komme gleich. Das Skelett! Und was wollte ich noch machen? Ich wollte ja ein Schild machen. Ist hier wenigstens Kohle drin? Ich hab Kohle, Dennis, kannst von mir aus haben. Ja, Julius. Ja? Hier ist ein Dungeon. Ich glaub dir nicht. Doch. Das muss erst checken. Höhle oder Dungeon. Komm, Julius, tippe dich. Nein. So. Schild. Boah, jetzt verlaufe ich mich in unserem eigenen Haus. So, Ratzen gehen. Ja, ich hab Schacht falsch geschrieben. Die haben doch ihre Betten da auch unten.
Oder Julius hat sie mitgenommen. Ja, die müssen aber erst. Soll ich dich TP'n, Julius, oder? Ich bin vor dir. Gut, dann komm mit schnell runter. Da ist ein Skelett. Ja, eben. Wusel. Ach ja, Dennis, den Ofen kannst du auch mal rüber ins Ofenhaus bringen. Ich hab schwer. Nicht mehr viel Leben. Eine Treppe, mein Holz. Ich geh mal schnell alles ausleuchte. Dein Holz? Okay, das ist garantiert ein Dungeon. Ja, das ist definitiv wahrscheinlich ein Dungeon, aber ohne Fackeln will ich jetzt nicht so schnell hier rein. Ich hab Fackeln. Dann gib mal ein paar. Dann geh ich mal. Nur 7. Dann komm mal her, gib dir mal schnell meine Sachen, die ich kriege. Halt, warte, ich kann Fackeln herstellen. Gut, hier, ich gebe dir mal ein paar meiner Sachen, dass sie nicht verloren gehen. Ich nehme nur das Schwert mit und ein paar Fackeln. Ich muss mal schnell suchen. So. Leute. Fackeln mit, okay. Du bist, gib mir Kohle. Wir bräuchten echt Slimes. So, Philipp, wir haben Recherche. Da reicht die? Damit nichts anfangen. Ja, ein bisschen. Nur ein bisschen ausleuchten. Stell ich aber hier die ein paar. Wenn wir hier eine Tür machen müssen, müssen welche hier hochschieben. Die müssen auch die wieder zurückschieben, aber die müssen wir dann hinballern, dann kommen wir nicht mehr raus. Tja. Kacke. Und Julius? Wir bräuchten einen Platz, an dem wir rumexperimentieren erstmal. Ja, das ist eindeutig wahrscheinlich. Ja, das ist eindeutig ein Dungeon. Kann ich mit rein, Julius? Ja. Komm! Ich TP mich. Oh, halt, Fleisch noch mitnehmen. Ach, ihr wollt jetzt gehen. Ich bin gerade dran, ich leuchte ein bisschen aus. Ich auch. Hier geht's tief runter. Sehr, sehr tief runter. Hier verläufst du dich hundertprozentig. Wow, warum ist hier eine Spinne? Hier ist doch jede Menge Kohle. Okay, Julius, kommen deine Eltern? Ja. Gut. Warum? Meine Mutter gefragt. Also meine Mutter kommt, mein Vater nicht. Naja, einer muss oben bleiben, sonst wir uns raus tippen können. Slash TP. Ich bleib oben. Ne, ich hab einen Warp-Punkt nach zu Hause, also. Der funktioniert hundertprozentig nicht. Der funktioniert. So, ich hab fast alles ausgeleuchtet. Wir müssen uns nur fast. Jetzt komm mal zu mir, da ist noch jede Menge, was du ausleuchten kannst. Ja, ich hab eine Seite erstmal ausgeleuchtet. Ich hab 8. Gut, ich bin andere Seite lang gegangen. Ja, ich weiß. Oh, Hobbit, das Geilste ist, das ist ja unser Platz hier unten. Mhm. Unser Privat-Dungeon. Hier können wir richtig viel ausbauen. Oh, wir sind reich. Hier bist du lang gelatscht. Lulatsch, du. Oh, meine Spitzhacke ist auch Schrott. Hier ist so viel Eisen, Alter. Dennis? Jo. Eisen, hier. Ey, steckt unter Eisen rein. Hier ist nochmal Eisen. Hier ist Ende. Okay, da kann man eine ganze Weile von leben. Dennis, schnell hol dir das Eisen, bevor sich der Hobbit holt. Ey, ihr klaut uns alles. Ich hab Gold gefunden, nee, ist auch nur Eisen. Das Geilste ist, ich hab bis jetzt nur eine Spinne hier. Schnell. Ja, und hier ist Gold. Oh, Creeper! Ja, schnell, bau das Mike, Eisen ab. Mike, dich mal zu mir. Der Hobbit kommt näher. Da ist er. Mike, port dich mal zu mir. Dennis, wo läufst du eigentlich gerade hin? Warte mal, Du hast Eisen übersehen, Dennis. Okay, ja. Was ist? Oh, Gold. Hast du eine. Ja, gut. Ich hab Eisen. Und hier ist nochmal Eisen, hier ist Kohle und hier hinten war nochmal Eisen. Er guckt mich an. Aber wir teilen die Beute, nicht dass es jetzt wirklich eher zwei einzelne gibt. Das will ich. Hier drüben ist nochmal Gold. Oh mein Gott, zwei Creeper! Und ich hab keine Fackel mehr, hat wer Fackeln? Ich hab 5. Nein. Gib mir mal. Expo! Dann renn ich mal vor und leuchte ein bisschen aus. Und könnt ihr ein bisschen einsammeln? Und Hobbit, kommst du rüber? Tja, das war. Hobbit, komm mal rüber, hier ist Gold noch. Ihr müsst mal meinen Weg zurückgehen, Alter, hier ist alles. Tja, ich weiß nicht wo, und ich hab Eisen gefunden. Mal gucken, was ich noch finde. Nochmal Eisen. Ach nee, das ist ja Julius. Alter, hier ist pure Eisenmine. Also hier ist Julius. Hobbit, komm mal mit, hier drüben ist Gold. Ich hab mich Hobbit, ich verlaufen. Hier drüben ist Gold, komm mal schnell noch. Da. Julius, mich verlaufen. Wow, hier, ich hab Lava gefunden. Und ich hab okay. Oh, was? Und ein Zombie, der festhängt. Wofür brauchen wir Gold? Spinne! Pogo-Schienen und so. Spinne! Okay, da. Da unten bei der Lava, was ist denn da? Ups. Ich kann nicht runter, ich hab nichts zum Abbauen.
Egal, so hoch ging's, irgendwo bin ich hier runtergefallen. Ich guck grad. Oh. Philipp kann sich aber nur unten mit hochkorten. Ich geh nochmal hoch, ich muss mir ja nochmal Sachen holen. Ja, bring mal Fackel mit und noch ganz viele Spitzhacken. Okay. Toll, ich hab mich verlaufen. Haben wir uns alle, glaub mir. Na, ich hab schon zwei Creeper geplättigt, eine Spinne, die hinter mir ist, und ein Skelett, und ich hab nur noch ein halbes Leben. Hey. Ich hab eineinhalb. Ach doch, hier ist Kohle, wollt schon meinen. Ich hab Diamant gefunden. Oh mein Gott, es kommt, ich bin tot. Nee, Gold. Ja? Und Diamant. Ich hasse Skelette. Jetzt yes, nimm das! Telefon. Spür die Macht meines Steines. So. Ich hätte nicht gedacht, dass es rauskommt. Und das ist unglaublich. Ich habe mich verlaufen. Das muss ich jetzt echt zugeben. Slash TP Erbe. Okay, wieder da. Hier sind neue Fackeln. Oh, komm mal hoch kurz. Ja. Ist mir Latte, was du denkst. Komm hoch. Gib mir mal eine Spitzhacke auch gleich mit. Ja, hab ich auch gerade. Oh, toll. Soll ich einfach TP'n, Alter? Halt, wo habe ich mir den Stickies hingehauen? So, Fackeln. Kannst du mir ein Fleisch geben? Spitzhacke und ein Fleisch. Vielen Dank, sehr nett. Der letzte Stündlein hat geschlagen. Dennis, brauchst du zufällig noch eine Spitzhacke oder Mike? Ja, ein Ei. Ja, ganz nett. Ich bin ja, hat sich Homies geholt, nämlich ein Skelett. Mike, wo bist du überhaupt? Jetzt ist doppelt stark. Ich renne hier Dennis, soll ich zu dir kommen? Naja, ich weiß nicht, warte, es gibt nur noch das Skelett, das da, die Spinne hat. Wo ist die Spinne? Wo ist die Spinne? Hier hast du eine neue Spitzhacke. Und wir haben Dennis, brauchst du noch eine Spitzhacke? Ich hab einen großen Raum gefunden. Hier ist Holz. Wo ist die Holz mit dem Weg? Alter. Dennis, hier. Oh mein Gott. Da, Dennis. Wir haben so viel Dennis. Platz. Ja, ne? Das ist legendär. Bin ich nicht gut? Dennis, hier stehen bleiben. Was denn? Ich will dir eine Spitzhacke geben und leg deine Schuhe an. Zwei. Ist aber gut. Jetzt haben wir mehr Platz. Dennis, legst du deine Schuhe auch mal an? Zu viel kann man nie haben, Mike. Wir können so viel Pools anrichten. Oh, das wird hellisch. Na, dann behalte ich die halt. wir so Pool-Girls. Pool-Girls nicht. Pool-Boys, danke. Ich hatte das Wort gesucht. Ich hatte irgendwie... Wir müssten mal Schilder aufstellen mit Pfeilen drauf. Wir müssten einiges aufstellen. Da lang ist tot, da lang ist Leben. Wir könnten einiges tun, Leute. Halt! Okay, da unten war schon einer. Sechs Wetter! Hier. Ich hab fast nur überall ausgeleuchtet, das heißt, es könnte da ganz viel noch sein. Ich hab alles nur ausgeleuchtet erstmal, einen Großteil. Ich bin jetzt nicht mehr abgeholt. Das ist ganz viele Zombies. Oh, hier ist Lava. Mike, hast du schon Obsidian gefunden? Nein! Nee, Obsidian nicht, aber unten könnte sein, aber das Lava, da träume ich nicht. Dennis, ich helf dir! Es ist dunkel. Wow. Ey, ich bin ein Genie. Eisen. Moment, Schnee. Erstmal will ich das Wasser stoppen, es geht mir voll auf den Senkel. Senkel. Dann sagt man so. Ich hab mich verlaufen. Mein Abendessen quiekt wieder. Ja. Irgendwann musst du den Hobbit eins geben. Ich will den fetten. Den Mr. Whopper. Heißt der wirklich Mr. Whopper? Nee, ist einfach nur dick. Nee, ehrlich, heißt der Mr. Whopper? Der ist nur dick. Der ist Mr. Whopper. Oh, Katze, Mike will den Namen wissen. Sag ihm einfach den Namen. Weiß ich nicht. Mr. Whopper. Okay, Mike heißt Mr. Whopper. Dann heißt er jetzt auch so. Oh, bin wieder da. Oh. Wir haben dich vermisst. Ja. Ah, das ist auch nett. Ist ganz, ganz dolle. Das will ich. Ich will Mr. Whopper essen. Gib mir Mr. Whopper. Nein. 1,2 Kilo haben ihren Preis. Ja, wie viel? Der war mal 1,5 Kilo, der hat abgenommen. Dann will ich nicht mehr. Moment, Telefon. Das ist unschwer zu überhören. Nein, das war ein Telefon? Ich hab gedacht, der Fernseher. Der Toaster. Der Toaster.
Jules, ich craft mir meine Box. Ich packe ja meine Sachen rein, weil ich jetzt krepieren sollte. Ich hab dir eine Box noch mitgegeben. Die habe ich aufgestellt oben. Ach, oben? Oh, ja. Oben. Weil oben da halt nur ein paar Sachen gab. Mann, lass mich! Das wird da wieder aggressiv. Ups, Fackel. Meiner. Hm. Okay, Gold 17. Nicht und schlecht. Eisen 51. Aber an sich sind hier voll wenige Gegner. Naja, okay. Nicht da, wo ich bin. Also ich habe bis jetzt 2 Gegner gehabt insgesamt. Zwei Creeper, 2 Skelette, eine Spinne und noch ein normaler Zombie. Du suchst die auch nur. Nee, ich such die nicht. Doch, siehst du? Die suchen mich. Nee. Doch, will auch beliebt sein. Anscheinend bist du's, ja. Jules, ich hab Lava-Pool für uns gefunden. Und da ist Gold, ja, fick dich, genau. Über die Lava? Ja. Direkt über der Lava ist Gold. Okay. Warte mal, Orbit, gib dich mal einen sicheren Ort, okay? Ja, bin ich. Warte, das kriegen wir hin. Verdammt, ich habe... Hat irgendwer eine Peilung, wo er ist? Also könnt ihr jetzt wieder...